Als Polizeibeamter oder Polizeibeamtin bekommt ihr zahlreiche persönliche Ausrüstungsgegenstände. Unter anderem Handfesseln, Pfefferspray, Einsatzstock und natürlich eine Dienstwaffe. Alles zusammen ist eure Ausrüstung einige tausend Euro wert. Da kann euch eine Unachtsamkeit teuer zu stehen kommen, wenn ihr davon etwas beschädigt. Richtig teuer wird's, wenn ihr beim Tanken nicht aufpasst. Die meisten Fahrzeuge der bayerischen Polizei tanken, im Gegensatz zu euren Privat-Pkw, nicht super, sondern Diesel. Und super in einem Dieselmotor ist super scheiße, weil super teuer. Das Auspumpen und Reinigen aller Leitungen und des Motors kann bis zu 3000 Euro kosten und das müsst ihr bezahlen. Was ist denn jetzt los? Du hast vorhin schon Diesel getankt, oder? Oh, Mist. Oder ihr seid mit euren Gedanken gerade ganz woanders und lasst euer zugewiesenes dienstliches iPhone versehentlich irgendwo liegen. Im Bereich der PI-12 ein Raub soeben. Bitte alle verfügbaren Streifen dorthin. Örtlichkeit ist Orleansstraße 4. Isa 1213 hat verstanden, wir fahren an. Raubüberfall Orleansstraße 4, auf geht's. Einige hundert Euro kostet so ein aktuelles Smartphone, das kann richtig Ärger geben. Als Mitglied der DPOLG Bayern seid ihr mit unserer Diensthaftpflichtregressversicherung gegen solche Fälle finanziell abgesichert. Aber viel schlimmer als der materielle Schaden ist bei einem verlorenen Dienst-Smartphone der Verlust von sensiblen Daten und Zugriffsmöglichkeiten auf polizeiinterne Software. Diese grobe Fahrlässigkeit kann sogar disziplinarrechtliche Folgen für euch haben. Im Extremfall kann es sogar das Ende eurer Ausbildung und die Entlassung bedeuten. Ihr bisheriges Verhalten und die gezeigten Leistungen machen es mir unmöglich, ein Auge zuzudrücken. In Ihrer bisherigen Laufbahn haben Sie sich so viele Fehler zu Schulden kommen lassen, dass mir nichts anderes übrig bleibt, als Ihre Entlassung aus dem Dienstverhältnis zu beantragen. Aber es können noch ganz andere Sachen im Dienst passieren, und zwar wenn ihr eigentlich gar nichts falsch gemacht habt, aber trotzdem Probleme bekommt. Ja, kommst du her? Nein! Hey, der klaut dir die Handtasche. Komm, den krieg man. Ja! Nein! Ja. Geh mal kurz rein! Aua! Das war weh! Aua! Aua! Geht euch noch, ey! Super! Festnahme in Tatortnähe nach dringendem Tatverdacht und unter Anwendung von unmittelbarem Zwang. Eigentlich alles richtig gemacht. Aber was, wenn der Täter euch anzeigt? Wegen Körperverletzung und Freiheitsberaubung. Zwei Straftatbestände im Amt bedeuten ein großes Problem für euch. Anwaltskosten, Verfahrenskosten, da kann gleich eine hohe Summe zusammenkommen. Und hier kommt der Rechtsschutz der DPOLG Bayern ins Spiel. Dieser ist im Mitgliedsbeitrag bereits enthalten. Er hilft euch aber auch bei dienstlichen und disziplinarrechtlichen Angelegenheiten wie einer Entlassung. Von unentgeltlicher Rechtsberatung bis hin zur Übernahme von Anwalts- und Verfahrenskosten steht die DPOLG Bayern direkt an eurer Seite.